von der Firma Hitler, also wir sind halt in der Firma, ganz von der Firma hier, namens Uli. Und wir haben wirklich einen Business Case abgebildet, wie er bei uns in der Firma vorkommt. Und zwar wollen wir im Lager so einen riesengroßen 27 Zoll Monitor aufbauen. Und das Ganze soll es die Selbstverwaltung von den Lagermitarbeitern fördern. Das heißt, sie sollen quasi ihre Zeiten, ihren Urlaub, ihre Überstunden und so weiter selber alles in Eigenverantwortung pflegen und eintragen und sollen dann sich selber koordinieren, wer nimmt wann Urlaub. Ja, das heißt, wir möchten denen eigentlich Eigenverantwortung geben. Und was öfters mal so als Einspruch kam, es geht so in Richtung Stundenkontrolle, also dieses Stempeln. Wir haben da aber einen ganz anderen Ansatz, wir möchten ja die Leute zur Eigenverantwortung bringen. Und jetzt haben wir sowas gemacht, das ist quasi so von unserem Webservice, werden hier die ganzen Mitarbeiter abgerufen, da kann man alles Mögliche eben dranhängen. Wir haben das in der Schnittstelle abstrahiert. Wir in unserem Fall haben zum Beispiel SharePoint hinten dran, da stehen die ganzen Mitarbeiter schon drin. Und eins, für uns war ganz extrem wichtig, weil wir eben auch Mitarbeiter, Lagermitarbeiter haben, die haben noch nie ein elektronisches Gerät in der Hand. Es muss total einfach zu bedienen sein. Deswegen auch der Name der App, Schimpansen-App. Wir sind die ganzen Schimpansen. Das ist der interne Entwicklungsname. Das heißt am Schluss alle. Man kann dann eben hier mit dem Finger, also das Ganze wird eben so mit dem Finger bedienen, wir haben einen großen Touchscreen, wie gesagt, dann klickt man auf sich selbst drauf. Man kann auch zoomen, jetzt einmal kurz die Geschichte zoomen. Zoomen wir zum Beispiel, ja, nach dem Thema, dann haben wir auch Personalnummer oder so, also spielen wir auf mehr Sachen. Monat mit übernommen, was hat man aktuell, was wäre dann der Übertrag in den nächsten Monat an Überstunden, das heißt bei uns jetzt für Jahresausgleichszeit und da hat man im Prinzip über den kompletten Kalender. Ihr seht also schön groß, ganz einfach zu bedienen, man geht drauf, das ist leider noch oder nicht? Doch, okay. Dann kann man hier oben auswählen, den Urlaub, Herz hinzufügen, Satz abziehen, dann machen wir jetzt mal genau Herz hinzufügen und das sieht man jetzt leider auch nicht, weil es abgeschnitten ist. Die typische Uhr, wie man sie wahrscheinlich kennt, wie es in den meisten Apps ist, wäre so draufklicken, Dropdown, auswählen, schon zu komplex. Ja, das muss viel einfacher sein. Wir haben sogar so mal ein Konzept mit einem Kreis und da kann man dann einfach nur die Uhrzeit quasi. Aber auch das ist schon zu komplex, weil man dann eben so ziehen muss und so. Deswegen haben wir gesagt, jede Uhrzeit muss direkt über Klick machbar sein. Deswegen haben wir es so. Es sieht vielleicht nicht ganz so toll aus, aber es ist wirklich total trivial zu bedienen. Und das war für uns eben der Kernpunkt. Dann klickt man da drauf und dann tut es eben die Uhrzeit, das sieht man oben, ne? Anfangszeit, Endzeit. Und dann speichert sie im Prinzip die Stunden. Und was jetzt der Unterschied ist, auch zu den typischen Stempeln, dass nur von der Norm abweichende Zeit eingegeben wird. Also der Mitarbeiter arbeitet normalerweise 8 Stunden. Wenn er das gemacht hat, ändert sich für ihn gar nichts, er muss gar nichts eintragen. Dann muss man nur hingehen, wenn man sagt, okay, ich mache heute 2 Stunden früher auf, brauche also 2 Überstunden ab oder ich baue 2 Überstunden auf und so weiter. Und dann werden auch keine Uhrzeiten an das Buchhaltungssystem übergeben, sondern wird nur am Schluss die Endzahl übergeben. Also wir möchten schon, es wäre widersprüchlich, wenn man eine App schreibt, die zur Eigenverantwortung und zu mehr Freiheit führen soll, im Prinzip dann quasi in dieses Stempelsystem reingeht und man minutengenau beschreibt, was, wann wer da ist. Und das wollen wir überhaupt nicht. Ne? Und so werden wir das im Lager verwenden. Ja, das war's eigentlich. Ich hätte noch einen zweiten Punkt. Vielleicht gibt es da eine Idee, ich weiß nicht. Wir würden auch mit Ralf teilen, weil wir zusammen drauf gekommen sind. Die Kamasutra-App. Ja? Wir sind nicht sicher, ob wir direkt ins Store kriegen. Ja, aber ich kann so coole Ideen, wie dass man es mit Xbox verknüpft. Ja? Wir haben auch so, man kann teilen, ja? Man hat eigentlich eine To-Do-Liste, da kann man dann abhaken, welche Stellung man gemacht hat. Man kann suchen, man kann Bilder einbinden, ja? Man kann sogar so Geschichten machen, wie das Dritthersteller beispielsweise Prüfungsmittel. Geht dann auch Training mit. Reinmachen oder Spielzeug. Ja? Also, Live-Me.
Du wolltest, glaube ich. Du musst auch noch Kinect mit einbinden. Mit Kinect Fit kannst du Kalorien verbrennen. Genau, ja. Ich glaube, du wolltest auch noch Facebook und Twitter posten. Und am besten mit wem? Genau. Man kann auch Freunde. Also die Ideen und die Möglichkeiten sind da relativ groß. Ich hoffe, dass man den Hangout mal mit so einer Demo in eine Stadt geht. Freunde mit gewissen Bots. Ja, genau. Da wollen wir vielleicht nicht gefällt, bist du dann zum Beispiel männlich oder vorbildlich oder sowas. Da möchte ich noch ein bisschen uns abheben. Okay. Sehr gut.